Hallo und herzlich willkommen hier bei Judith die Partyköchin, Kukina und der Weber Grillakademie Original. Ich habe mir gedacht, ich mache heute ein nicht ganz typisches Gericht für den Grill, was aber am Grill sehr, sehr praktisch zu machen ist. Und zwar mache ich ein Wokgericht. Also ich habe mir da den Wok schon hergerichtet, der ist auch schon schön heiß. Und bevor wir da die Sachen in den Wok geben werden, gehen wir durch, was ich für Zutaten genommen habe und was ihr nehmen könnt. Und zwar fangen wir mal hier an. Ich habe hier schon feingeschnittenen Lauch und ein bisschen gröber geschnittenen Zwiebel. Dann habe ich hier Karotten, hier habe ich Kaffiol, hier habe ich Sellerie und Zucchini. Dann habe ich hier Sojabohnen, hier habe ich Ingwer, Knoblauch, Bio-Hühnerbrust und Koriander. Und falls ich noch mehr brauche, habe ich noch etwas mehr Ingwer. Den mache ich mir immer in größeren Mengen und lege ihn in Knoblauch, in Öl ein. Das hält sehr gut. Dann habe ich hier noch ein Sonnenblumenöl, einen Masala, eine Sojasauce und ein chinesisches Gewürz. Das ist so wie das Fünf-Gewürz, das chinesische. Und falls ich noch ein bisschen Sauce machen möchte, etwas Wasser. Dieses Gericht ist wirklich ganz einfach. Was ich hier im Gemüse habe, ist das, was ich im Kühlschrank gefunden habe. Was ihr nehmt, ist absolut egal. Also ihr könnt die Zucchini austauschen gegen Melanzani, ihr könnt gelbe Karotten dazu nehmen, ihr könnt Brokkoli, Romanesco, Jungzwiebel, Cherrytomaten dazu nehmen, ihr könnt statt dem Huhn Garnelen nehmen, ihr könnt statt dem Huhn einen Fisch nehmen. Also dieses Gericht, da lässt sich alles austauschen. Das Einzige, was bei mir immer gleich bleibt, sind Ingwer, Knoblauch und Sojasauce und natürlich als Basis Öl. Was auch noch ganz toll wäre, ist aber gut aber aus, wäre ein geröstetes Sesamöl, aber ein geröstetes. Also nicht jetzt ein Sesamöl, mit dem ich koche, sondern ein geröstetes Sesamöl nachher zum Würzen. Das wäre noch ganz genial gewesen. Aber dafür habe ich den Koriander. Bitte nicht schreiben, boah, mag keinen Koriander. Wer ihn nicht mag, lässt ihn weg. Wer Knoblauch nicht mag, lässt ihn weg. Das heißt, das ist ganz simpel. Ich mache jetzt als erstes mal eine Mischung. Und zwar würze ich alles zusammen. Ich tue mal Lauch und Zwiebel hinein in die Schüssel. Und dann die Karotten, den Kaffiol, Sellerie und Zucchini. Halt, da ist noch was drin. So, die Sojasprossen tue ich nicht dazu, die tue ich erst ganz zum Schluss dazu, weil ich möchte, dass sie schön knackig bleiben. Den Ingwer kann ich einmal komplett dazugeben. Den Knoblauch werde ich auch nicht alles dazugeben, weil ich am Schluss noch etwas Schärfe vom Knoblauch haben möchte. Dann tue ich die Hühnerbrust dazu. So, man sieht, dass es ist relativ wenig Fleisch im Vergleich jetzt zum Gemüse. Das heißt, es ist auch noch ein sehr gesundes Gericht. Und jetzt werde ich hier Öl drauf tun, das Ganze dann gleich einmal vermischen und mit Sojasauce. Na, zuerst nehmen wir die Sojasauce und das Fünfgewürz oder Chinese Allrounder, Masala nehme ich jetzt auch noch nicht, das nehme ich erst dann zum Ablöschen. Und was auch wichtig ist, wenn ich mein Essen in den Wok hineingebe, ich schaue immer, wie, jetzt müsste recht heiß sein, aber am besten ist, nicht alles gleichzeitig hineinzutun, außer es echt brennt heiß, das werden wir gleich sehen. Weil wenn ich alles auf einmal reintue, dann kühlt mir der Wok sehr schnell herunter und dann habe ich die Vorteile vom Wok nicht so perfekt. Das heißt, ich mache es portionsweise normalerweise, nehme dann die Portionen wieder heraus, tue sie in die hergerichtete Schüssel hinein und am Schluss gebe ich dann noch einmal alles gemeinsam in den Wok hinein, schmecke es ab und das werden wir jetzt gleich einmal gemeinsam machen. Die Öste brauche ich jetzt einmal nicht und dafür werden wir uns das herstellen. So, mach da mal auf. Gut. Dann starten wir los. Ich werde jetzt nicht als erstes das Fett reintun, weil da habe ich ja schon ein bisschen. Das heißt, ich tue das Essen rein und gleich drauf ein bisschen Fett dazu noch.
heiß genug, dass ich mehr reintun kann. Das ist nicht alles, und dann kann es mir passieren, wenn es runterkühlt. Und immer schön rühren, wenn es so schön heiß ist wie hier. So, da tun wir noch einmal ein bisschen Ingwer dazu, das riecht es schön, dass ihr das braucht. Nehmt hier hitzebeständige Öle her. Ein hitzebeständiges Öl ist zum Beispiel Sonnenblumenöl, aber bitte kein kaltgepresstes, sondern normales raffiniertes Sonnenblumenöl oder auch ein Rapsöl. Wobei Rapsöl mag ich vom Geruch nicht so. Und was auch noch gut geht, ist ein Kokosöl. Duftet hier schon ganz herrlich. So, ich werde da jetzt mehr hineintun, das hat die Seite geschrieben. Ich mag auch nie, dass der Wok leer wird, weil wenn er so heiß ist wie hier und leer wird, dann wird er schwarz am Boden. Jetzt tun wir den Wein heraus. Wieder ein bisschen Öl dazu geben. Riesenduft ausgezeichnet. Leider gibt es noch immer keine Geruchsübertragung, obwohl mir das so recht wäre bei diesen Sachen, weil das wird den Genuss gleich doppelt machen. Und am besten, wenn ihr das fertig habt, serviert ihr nachher einen Reis dazu. Das lassen wir jetzt nicht kurz, weil man merkt, dass natürlich jetzt durch den offenen Deckel nicht mehr ganz so heiß ist wie am Anfang. Ich werde in der Zwischenzeit den Koriander ein bisschen zupfen zum Reingeben. Zum Korianderzupfen bin ich relativ schlampig, weil ich mag eigentlich alles davon und viel. Ich weiß, es ist bei vielen das Gegenteil der Fall, aber das, wie gesagt, kann man ganz, ganz einfach weglassen. So, das reicht einmal. Können wir nochmal durchrühren. Das werde ich dann mal ablöschen. Man kann natürlich da auch einen Sake nehmen, einen Reiswein oder einen Sherry. Der Sherry ist dem Sake noch ähnlich, der Masala, der ist ein bisschen süßer, gibt ihm ein etwas anderes Aroma. Ich werde jetzt da den Rest von vorher wieder hineintun. Paprika wäre zum Beispiel noch etwas, was hervorragend dazu passt zu diesem Gericht, und das wird es auch noch schön bunt machen, aber auch das hatte ich im Moment nicht. Also manchmal muss man einfach Kühlschrank auf und ein Interview mit dem Inhalt machen, um zu wissen, was man tut. Dann noch einmal Knoblauch dazu. Und jetzt lasse ich es ein bisschen kochen, damit der Alkohol etwas verdampft und damit auch das Huhn fertig wird. Wie
wenn Kinder dabei sind, man will keinen Alkohol nehmen, ist es natürlich auch möglich mit einem Saft. Also ich arbeite immer wieder mit Apfelsaft oder auch, um es ein bisschen einmal anders zu machen, ein Granatapfelsaft oder so, schmeckt auch gut. So, und jetzt kurz vorm Servieren, ich werde nochmal testen, wie knackig das ist oder nicht ist. Ja gut, es soll bitte unbedingt knackig bleiben. Sojasauce fehlt noch. Und jetzt ist der Moment, wo ich die Sojasprossen reinrühre. Ein bisschen was lasse ich mir übrig zum drauf tun. Jetzt kommt noch eine Spur von diesem Chinese Allrounder dazu. Noch einmal durchrühren. Koriander dazu. Noch ein bisschen was aufheben zum Drauftun. Und fertig ist der ganze Zauber. Also das ist das ganze Gericht und wie gesagt, das ist unendlich variierbar. Und ich denke, das ist ein sehr taugliches Gericht für jeden Tag, weil das ist natürlich ein sehr gesundes, leichtes Gericht und deswegen empfiehlt es sich, das immer wieder zu machen in allen Variationen. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang erwähnt, ob ich da jetzt Paprika, Karotten, Lauch, Jungzwiebel, was auch immer an Gemüse drinnen habe, das kann ich variieren, wie ich Lust habe. Oder ob ich da das mit Hühnerfleisch mache, mit einem Lachs, mit einem Garnelen, mit einem Rindfleisch. Meiner Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Also das kann man machen, wie man gerade Lust hat. Und so kann man dann noch am Schluss ein bisschen was vom Frischen drauf tun, dass es noch ein bisschen frischer wirkt. Und mir schmeckt es am besten entweder mit einem Jasminreis, wobei den Jasminreis, den salze ich auch nie. Also den Jasminreis, den nehme ich wirklich so her, wie er ist und den dämpfe ich langsam. Den habe ich jetzt noch in der Küche drinnen stehen, der ist aber schon fertig. Und wenn ihr einen Basmati-Reis hernehmt, empfiehlt es sich ein bisschen zu salzen. Beim Jasminreis ist das nicht nötig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet eure Variante vom Wokgericht. Wichtig ist, der Grill muss heiß sein, die Hitze muss direkt sein, dann klappt alles andere. Viel Spaß noch heute Abend und wir sehen uns bald wieder.